Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mit euch zusammen eine Box auspacken, die ihr noch nicht auf diesem Kanal gesehen habt, denn ich habe sie jetzt erstmalig zum Testen zur Verfügung gestellt bekommen. Und zwar geht es um die Trend Raider Box. Ja, die sollte uns Boxen-Freaks ja schon ein bisschen geläufig sein und nun habe ich sie auch hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in die Oktoberausgabe zu schauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. In dieser Box soll sich wohl sehr viel Nachhaltiges befinden, aus den Bereichen Beauty, Fashion, Food, Lifestyle, mindestens 7 Produkte, mindestens 85 Euro Warenwert und die kostet ab 29,95 pro Box und pro Monat. Und wenn man dieses Jahresabo nimmt, also dieses 12-Monats-Abo, dann bekommt man auch regelmäßig ein Goodie irgendwie mit dabei in einem Wert von, keine Ahnung, 30 Euro oder sowas, was ich ziemlich cool finde. Und ja, diese Box, die ich euch gerade gezeigt habe, ist auch tatsächlich die Box, wo die Produkte drin sind. Wie gesagt, ich habe sie jetzt hier einmal zugeschickt bekommen. Ich weiß noch nicht, ob ich einen Code habe. Wenn ich einen habe, blende ich euch den ein. Verlinke das alles in der Infobox, das mache ich ja so oder so. Und ja, deswegen, ich bin einfach mal gespannt. Ich habe jetzt einfach nur schon mal, damit ich nicht allzu viel rumraschel, hier dieses Ratsche-Ding abgerissen. Und habe hier jetzt tatsächlich auch den Karton, ja, wo die Produkte drin sind. Das ist die Box und das ist ungefähr die größte Box, die ich als Monatsbox hier mal hier gesehen habe, ne? Abgesehen von Foodboxen. Und ja, wir schauen jetzt einfach mal zusammen rein und erkunden das Ganze mal. Also, Deckel klappe ich hoch. Da ist jetzt soweit nicht so viel drin. Hier steht jetzt in dieser Lasche drin, viel Spaß mit deiner Box, wünscht dir dein Trend Raider Team, handmade in Berlin with love. Das finde ich schon mal cool. Übrigens, es gibt wohl auch noch eine vegane Variante. Die habe ich nicht gewählt, weil ich bin kein Veganer. Und nö, da habe ich jetzt einfach die ganz klassische Variante genommen. So, klappen wir die Viecher einmal um und haben hier ein Seidenpapier. Da ist ein Sticker drauf, da steht Sweet Home drauf. Ja, das ist dann wahrscheinlich auch das Motto, ne? Wir sind jetzt ja auch in der Herbstzeit, da wird es alles ein bisschen kälter, ein bisschen draußen ungemütlicher und dafür drinnen umso gemütlicher. Und ja, wir haben auch wieder Kamin an und so und ich habe meine Kuschelpullis wieder rausgekramt. Ja, ja, es wird Zeit. Das Ding ist echt riesig und schwer, wow. Also, da muss ich mir echt was überlegen. Oha, hier ist auch noch ein Sticker, der klebt jetzt irgendwie noch an dem Heftchen. Es riecht nach Waschmittel hier raus. Huch. Irgendwie ganz angenehm nach Baumwollgedönsen, ne? Mega angenehm. Hier haben wir das Häppchen, wo drin steht, was drin ist. Das gucken wir uns gleich mal an. Dann habe ich hier ein Kärtchen. Trend Raider Handmade in Berlin with Love. Wir bedanken uns herzlich für die Kooperation mit dir und wünschen dir viel Freude beim Unboxing. Ganz liebe Grüße. Ja, das ist mir peinlich, aber man kann den Namen leider nicht so gut lesen. Es tut mir leid, aber vielen, vielen Dank. Es ist händisch unterschrieben. Dann hat man hier immer so ein Kärtchen drin, wo ich muss mal eben kurz absetzen. Ihr habt es jetzt ja gerade gesehen, ne? Und zwar ist es so, dass es, genau, steht hier noch drauf, sammle alle Grußkarten unseres Teams mit den Nummern 1 bis 10 und gewinne eine große Geschenkbox. Schicke dazu einfach ein Foto deiner Karten an redaktion@trendraider.de. Viel Spaß beim Sammeln. Und bei mir war es die liebe Lene. Die hat die Box gepackt. Genau. Da habe ich jetzt hier einmal eine Karte von der Lene. Ja, süße wohl. So, was haben wir denn hier alles drin? Oh mein Gott, es sieht ja echt riesig groß. Wie geil ist das denn? In One Size habe ich... Ich bin ein bisschen verwirrt. Wir wollten doch erst ins Häppchen reingucken, ne? So schön wie zu Hause. Diese Sweet Home, deine Sweet Home Box. Okay, hier steht einiges drin. Janka ist das übrigens gewesen. Sehe ich nämlich hier auch in der Unterschrift und da ist die liebe Janka auch abgebildet. Das ist Janka. Das ist ja cool. Ich glaube, mit Janka habe ich auch geschrieben. Egal. So, ob von einem stressigen Arbeitstag, einer langen Reise oder einem kurzen Ausflug in die Stadt. Sobald wir die Schwelle unserer Wohnungstür betreten, die vertrauten Lichter und Gerüche wahrnehmen und uns auf unserer weichen Couch niederlassen, erfüllt eine alles umfassende Wärme, die nur ein Zuhause geben kann, unser Herz. Ja. Unsere eigenen vier Wände sind viel mehr als nur ein Ort, irgendwer ruft hier gerade an, an dem wir kochen, essen und schlafen gehen. Es ist ein Gefühl der Geborgenheit und der Gewissheit, genau so sein zu können, wie wir sind. Und immer einen warmen Zufluchtsort zu finden, egal wie sehr der Sturm draußen tobt. Im Oktober möchten wir dieses Home-Sweet-Home-Gefühl in eine Box packen, dir ganz viele kleine und große Wohlfühlmomente schenken.
freue dich auf Köstlichkeiten, die dein kulinarisches Herz höher springen lassen, sehr gut, auf hochwertige Wellness-Highlights zum Entspannen und auf ein lang ersehntes Fashion-Item, ne? Ja. Das du wohl nie wieder ausziehen wirst. Viel Spaß mit deiner Sweet Home Box im Oktober. Das finde ich schön. Doch, das ist eine schöne Einführung in die Geschichte. Ne? Hier haben wir sogar ein Inhaltsverzeichnis drin. Und dann sind hier die ganzen Produkte abgebildet mit Preisen, glaube ich auch, oder? Ja, sehr gut. Und dann gibt es da noch ein paar weitere Informationen. Einfach zum Einkuscheln. Ja, so ein bisschen Werbung, aber auch mit Gutscheincode dabei. Und Patchwork-Decke, Trendinterview. Ach schön, Anke von Wasteless-Hero. Okay. Trend-Team, Home Sweet Home. Schön, da erzählt jeder aus dem Trend-Raider-Team. Einfach seine Sweet Home-Momente, finde ich auch schön gemacht. Sehr persönlich, ne? Halloween-Naschkiste, Upcycle-Idee. Ach, guck mal, was man quasi hier mit dieser Box anstellen könnte, dass man sie nicht wegwerfen muss. Keine Sorge, ich hau hier so viele Pakete raus. Das findet auf jeden Fall seinen Weg woanders hin. Und hier hat man wohl immer, weil hier steht abtrennen, sammeln, nachbacken, auch so Rezepte mit dabei. Und hier ist es Pflaumenmus. Und dann könnte man theoretisch aus jedem Trendraider-Heft einfach diese Rezeptviecher sammeln. Auch cool, ne? Und hier gibt es einen Spoiler für November. Deine Trendbox im November. Eine kühle Brise weht im November und bringt nordische Vibes in unsere heimischen Gefilde. Ob bei einem Spaziergang durch eisige Landschaften oder für einen Hygge-Moment zu Hause. Entdecke mit deiner Nordic Lights Box skandinavische Schätze und nachhaltige Lifestyle-Produkte für einen gemütlichen Winterabend. Nachhaltige Überraschungen aus Fashion, Food, Wellness und Design bringen dir den Norden näher und verleihen dem November ein magisch-winterliches Gewand. Im 12-Monats-Abo darfst du dich übrigens wieder über ein Gratis-Goodie im Wert von 30 Euro freuen. Cool, ne? Siehst du wohl. So, und jetzt kommen wir zu dem Teil, was ich eben schon in der Hand gehalten habe. Und zwar habe ich ja ein T-Shirt drin. Das ist ja cool in One Size. Okay, das ist echt sehr, sehr groß. Ich habe normalerweise so die Größe M, ne? Und ja, wenn ich mir das so angucke, gut, ich habe jetzt auch noch einen schwarzen Rock, aber das könnte ich mir fast schon als T-Shirt Kleid anziehen. Also sehr, sehr, sehr cool. Mag ich gerne leiden. Und den Printer drauf finde ich eigentlich auch ganz, ne, süß. Was haben wir da? Wir haben einen Kaktus, ein Feuer und eine Pflanze. Ja, süß. Und das kommt wohl von Trend Raider, von der Box an sich. Ist schon mal cool, ne? Also es fühlt sich wirklich hochwertig an von der Qualität her. Das ist schön. Kann ich mir wirklich toll als Schlafshirt tatsächlich auch für mich vorstellen, weil das sehr, sehr kuschelig sein wird. Und das mag ich. Also ich habe immer irgendwie ein Schlafshirt an. Da bin ich echt sehr verrückt. Okay, wir kommen jetzt, glaube ich, mal zu dem, was so krass riecht. Ne? Denn hier ist nicht... Es riecht nicht nur nach Waschmittel, hier ist Waschmittel drin. Geil. Von Everdrop. Oh, das riecht echt so geil. Boah, riecht das gut. von Everdrop hatte ich schon mal das ein oder andere, so diese Drops tatsächlich da, die ich dann in ja, Geschirrspüler oder sowas halt verwandelt habe, in Anführungsstrichen, ne? Weil mit Wasser zusammen, Quatsch, ein Glasreiniger war das, genau. Und das fand ich eigentlich ganz okay, fand ich aber nicht für jedes Mal gebrauchbar, um das mal so zu sagen, weil manchmal muss ich dann doch ein bisschen die Chemiekeule rausholen, ist leider so. Hier haben wir Vollwaschmittel drin mit Grapefruit, Feige und Sandelholz und spare 12% mit dem Code Sweet Home auf alle Produkte, Sets und Abos auf everdrop.de bis 30.11. Finde ich cool. 10 Waschladungen sind hier drin. Finde ich echt nice, ne? Also ich meine mich zu erinnern, dass wenn man Vollwaschmittel hat, dass man das nicht für Colorprodukte verwenden sollte. Hier steht es auch, für helle und farbechte Wäsche, genau, nicht für Wolle und Seide geeignet. Also ich wäre hier ein bisschen vorsichtiger und würde es halt wirklich dann für unsere 60 Grad Wäsche nehmen, die ich eigentlich gar nicht bei 60 Grad, sondern bei 40 Grad Wäsche, so für unsere Unterwäsche, Socken, Handtücher, für sowas halt, ne? Oder eben für unsere weiße Wäsche. Da kann ich mir das so vorstellen. Joa. Auf jeden Fall. Riecht sehr, sehr angenehm. Also da bin ich gespannt, ob das dann auch so gut funktioniert. Danke, dass wir gemeinsam die Welt ein bisschen sauberer machen. Auch das finde ich sehr, sehr niedlich hier drauf. Ne? Okay, also so eine riesengroße Box finde ich, also das ist schon mal ein Erlebnis. Ne? Ich habe erst nämlich so ein bisschen gezögert und mir gedacht so, puh, also 30 Euro pro Monat ist jetzt nicht unbedingt wenig, wenn man eine Abo-Box halt so hat. Aber wenn man bedenkt, dass man hier halt wirklich so ein breites Spektrum hat,
und dass es einfach so eine riesige Box ist, lohnt es sich dann doch irgendwie, ne? Ein bisschen Food habe ich hier mit dabei von Seeberger. Die Kokoschips, sozial und nachhaltig produziert. Kokos pur aus naturnahen Kokoshainen. 110 Gramm sind hier drin enthalten. Ja, definitiv eine interessante Geschichte, muss ich sagen. Ich esse gerne Kokos. Ich rieche es halt nur nicht gerne. Ja. Und dann würde ich sagen, kann ich jetzt ja mal so ein Kokosstück hier rausnehmen. Ja, das sind halt wirklich wie so Chips, ne? Also relativ dünn geschnitten. Mag ich eigentlich ganz gerne. Ist, glaube ich, auch ganz gesund. Ja. Ja. Hätte ich mir im Laden definitiv nicht gekauft. Ehrlich gesagt, ne? Weil, ja, ne? Weil eben ist so. Aber wenn man es da hat, dann esse ich das auch wohl. Ja. Genau. So, ich habe hier, wie gesagt, hier noch einen Tee stehen. Da trinke ich mir eben einen Schluck raus. Damit ich euch jetzt nicht allzu lange einen vorschmatze. Wir haben hier auch noch was drin von Cosnature. Und zwar die Hydro Body Lotion Water Lily. Das finde ich vom Duft her schon mal richtig ansprechend. Moisturizing Body Care mit Schimmereffekt. Trockensensible Haut. Positiv, veganes Produkt, positiv, 250 Milliliter. Aber das mit dem Schimmereffekt ist jetzt nicht so ganz so meine Welt, muss ich gestehen. Ne? Im Sommer mag ich das wohl ganz gerne, wenn ich da halt ja so auf meine Beine sowas drauf gebe oder so. Ne? Aber im Winter, wenn ich da eben Pulli drüber ziehe, brauche ich das eigentlich nicht unbedingt. Aber dufttechnisch wird es bestimmt total toll sein. Ne? Ja, sehr cremig. Fast schon nach Sonnenmilch riecht das. Also sehr, sehr schön, ne? Aber da muss ich noch überlegen. Aber eigentlich wäre das voll ein gutes Produkt, um das einfach mal auszuprobieren, ne? Mal gucken. Aus Nature habe ich auch schon öfters mal gehört. Ui. Halleluja. Tautropfen haben wir hier drin. Das ist auch eine schöne Marke. Da hatte ich auch mal irgendwann einen Toner oder ein Serum oder sowas von A Drop of Nature. Tautropfen gibt es jetzt wohl irgendwie 40 Jahre. Huh. Aqua Tau, Vital Feuchtigkeitsnektar für alle Hauttypen. Ja, schön. Was ist das? 70 Milliliter. Da steht jetzt einfach nur Feuchtigkeitsnektar. Ist es dann Serum wahrscheinlich, ne? Muss er einfach aufs Gesicht und so drauf machen. Gesicht, Hals, Dekolleté, das Übliche. Und das ist so ein bisschen dickflüssiger. Ja, sieht interessant aus, ne? Und ist auch Glas, also super schöne Verpackung, aber riesig, mega geil. Also finde ich total cool, dann hier oben Pumpspender mit dabei. Das finde ich interessant, weil ich bin ja auch eine, die super viel Feuchtigkeit braucht. Ich frage mich jetzt nur, welche Inhaltsstoffe da halt konkret drin sind, ne? Das steht hier nämlich so nicht mit dabei. Es ist halt einfach nur, ja, Feuchtigkeitsnektar. Keine Ahnung. Zitrus, au, ich kann keine Inhaltsstoffe lesen. Da bin ich leider ein bisschen schlecht drin. Muss ich mir nochmal genau angucken, ob das für meine Haut mit Sensibilität und so halt geeignet ist. Aber sieht echt ansprechend aus, ne? Also das finde ich gerade richtig toll. Darüber freue ich mich. Ja, dann kommen wir zu etwas, was mich jetzt schon direkt so vom Namen anspringt. Coffee Cup to go. Ne? Es ist so, dass jetzt ja von Biofaktur ist das, dass jetzt ja immer mehr auch diese, also auch so Starbucks und so, ne? Die bieten ja auch an, dass du deinen eigenen Kaffeebecher mitbringen kannst. Und da kriegst du, glaube ich, sogar den Kaffee günstiger, als wenn du von dort einen Kaffeebecher beziehen würdest. Deswegen finde ich es so praktisch. Hast du sogar einen Henkel mit dabei. Hast hier oben diesen Deckel, wie das halt normalerweise auch so ist, ne? Das finde ich praktisch. Also gerade auch das mit dem Henkel finde ich gerade ultra. Und hier oben der Deckel. Kriegt man den auch, ups, ja, kriegst du einfach ab. Ne? Finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Ich weiß jetzt nicht, aus welchem Material das ist. Scheint mir aber nicht so reines Plastik zu sein, muss ich sagen. Heißt, da wäre ich ein bisschen vorsichtig, das dann in die Spülmaschine zu geben. Aus Biokunststoff, nachhaltig, wiederverwendbar, umweltfreundlich, Spülmaschinen geeignet. Sehr positiv. Füllmenge 350 Milliliter, made in Germany. Das finde ich klasse. Also das kann ich mir auch vorstellen, dass wenn man dann irgendwie in der Stadt unterwegs ist, beim Shoppen oder sonst irgendwas, dass man den sich einfach in die Handtasche mit reinschmeißt und dann einfach sich dann beim nächsten Bäcker oder so einen Coffee to go so mit. Einen Coffee to go mitnimmt. Ja, doppelt gemoppelt hält besser in verschiedenen Sprachen.
mega. Also das finde ich toll. Und das ist auch eine schöne Verpackung und so, ne? Also sehr, sehr nachhaltig das Ganze. Finde ich schön. Also doch, der Vibe der Box, der kommt so ziemlich gerade in mein Brain rein. Finde ich cool. Das finde ich auch schön. Ich weiß noch, ich war damals mit meinem Freund. Wo waren wir denn im Urlaub? War das Norddeich oder war das Kellenhusen? Nee, das war Kellenhusen, genau. Da waren wir bei einer, irgendwie bei einem Café oder so, haben wir was gegessen haben. Und dann habe ich das erste Mal Berührung mit Balsamico-Creme gemacht. Ich kannte vorher keine Balsamico-Creme, ne? Und das hatten die so dekotechnisch so drauf gemacht. Und ich habe ernsthaft den Koch, also ich habe ernsthaft die Bedienung gefragt, wie die das herstellen. Und der hat mich ausgelacht, ne? Und dann sagte mein Freund auch zu mir, Claudia, das kommt aus der Tube, ne? Ja, okay. Okay, hier ist auf jeden Fall eine Balsamico-Creme. Sehr schön. Naturata, mehr als Bio von Demeter. Ja, 150 Milliliter. Und so habe ich auf jeden Fall meine erste Erfahrung mit Balsamico-Creme gesammelt. Und ja, hier habe ich sie dann selber nochmal für mich da und kann dann einen auf Sternekoch machen und sie dann selber zum Dekorieren oder eben zum Essen verwenden. Mag ich super gerne. Hier habe ich auch was mit dabei. Das riecht auch. Ja, das riecht auch, aber sehr intensiv. Melisse festes Haarshampoo, 50 Gramm sind hier drin enthalten. Und das haben wir einmal hier. Ja, also diese festen Haarshampoos, Spülungen, warte nicht alle, gibt Cremes, gibt es auch schon teilweise. Oder ne, fürs Gesicht gibt es ja auch feste Produkte, dass du eine feste Tagescreme oder Nachtcreme hast. Es gibt feste Gesichtsreinigung und so weiter und so fort. Ich vertrage fast alles, bis auf diese Shampoo-Geschichten. Weil das leider meine Kopfhaut zu sehr austrocknet und auch meine Haare an sich zu strohig macht. Das heißt, das kann ich leider nicht selber verwenden. Finde ich aber sehr nett und schön und toll, dass sowas auch immer mehr halt im Kommen ist. Ne? Dass auch viele große Marken wie Garnier und so weiter jetzt auch darauf umstellen und solche Produkte auch ins Sortiment mit aufnehmen, weil es einfach nachhaltiger ist, definitiv. Es sei denn, man verträgt es nicht, ne? Blöd. Aber ja, finde ich auf jeden Fall eine schöne Geschichte hier in der Box. Und das ist alles so auch von dieser Verpackung her, ne? So natürlich und so. Merke ich richtig. Dann habe ich hier noch so ein großes Ding drin. Ist noch so eingepackt. Gucken, was sich hier drin versteckt. Gut, wenn man so Glas verschickt, ne? Macht das Sinn, das nochmal so einzupacken. Oh, da sind zwei Sachen drin. Dann haben sie... Oh, geil! Entschuldigung. Ein Glas voll Sonnenschein, neu Glück Orange, probier dein Glück. Ich liebe diese Glückmarmeladen, Mann, aus Orangen, purer Genuss. Ich liebe es, wirklich 230 Gramm sind hier drin. Klasse. Also das freut mich gerade sehr, finde ich super. Und ich muss gestehen, dass ich Orangenmarmelade noch nie probiert habe. Mango ja, aber Orange eher weniger. Vielleicht kann man das aber auch so zum Kochen verwenden, ne? Dass man das jetzt irgendwie so Richtung Herbst in die Gerichte mit einarbeitet. Um dem Ganzen noch so einen schönen Pfiff zu geben. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es so auf Pfannkuchen gut schmeckt, auf Reibepfannkuchen oder auf Mehlpfannkuchen. Oh, geil, mega, freue mich drauf und drüber. Und dann habe ich noch was zum Essen mit drin, und zwar von Tartex, Beluga-Linse, morgen Balsamico, Abendbrotaufstrich. Interessant. Ja, Linsenliebe. Von Tartex hatte ich auch schon mal das ein oder andere. Hier sind jetzt 140 Gramm drin. Ist gewöhnungsbedürftig, ne? Weil ich bin ja eigentlich eher so die süße Aufstriche mag. Aber das ist auf jeden Fall mal eine Erfahrung wert, würde ich sagen. Ne? Werde ich ausprobieren und vielleicht dann wirklich, um diesen Balsamico-Effekt nochmal zu verstärken, Balsamico drüber machen. Mal gucken. Cool. Also das mit dem Glück finde ich schon mal Bombe. Dann habe ich hier noch mehr. Also diese Box ist ja echt hart gefüllt, ne? Mega. Huxol, süß mal anders. Die Zuckeralternative. Ey. Nach sowas habe ich öfters mal gesucht und fand das immer so super teuer. Kristalline Streusüße, Erythrit, Süßkraft, 70% wie Zucker, zum Kochen, Backen und Süßen von Getränken. 300 Gramm sind hier drin enthalten. Das finde ich klasse. Habe ich öfters jetzt auch schon mal im Fernsehen gesehen, ne, dass sowas auch verwendet wird. Das werde ich mal in meinem Kaffee ausprobieren. Warum eigentlich nicht? Ne? Je weniger weißen Zucker man so isst, desto gesünder lebt man. Ist klar. Huxol. Sagt mir gar nichts. Kalorienfrei. Auch das ist total traumhaft. Müssen wir mal ausprobieren. So, dann habe ich hier, ich weiß nicht, ist das hier ein Umschlag noch? Oh, das geht hier unten noch weiter. Okay. Nefsu. No. Exklusiv. Nein. Nefsu.
No excuse for single use. 100% reines Naturprodukt hergestellt in Deutschland. Aha, was ist das? Naturschwammtücher bestehen aus 70% Holzzellulose und 30% Baumwolle. Ach, das finde ich schön. Das kannst du doch bestimmt so zum Abwaschen und sowas nehmen, ne? Haben wir auch öfters. Mag ich ehrlich gesagt auch ganz gerne. Aber die benutzen wir immer wieder. Also ich packe die auch eiskalt in die hier Waschmaschine und so rein. Und das hier ist halt auch noch, ja, nachhaltig, ne? You are super magic. Süß. Mit so Blättern und einem Tiger drauf. Läuft. Ja, finde ich cool. Doch, das ist interessant. Okay, mal. Ja gut, wir hatten ja auch schon Haushaltsprodukte, macht das auf jeden Fall Sinn. Dann habe ich hier noch so einen Umschlag drin. Was das für eine Erlebnisreise hier ist, ne? Was ist das jetzt? Ein Bild. Hä? Okay. Hä? Ja. Hä? Ein Kuhbild. Ist das irgendwie, hat man ja öfters mal sowas drin, dass man die sammeln kann? Das ist jetzt total, hätte ich nicht mit gerechnet, ne? Die Kuh sieht geil aus. Und zieh sie dir mal rein, ne? Wie sie so guckt. Aber, ja, das sage ich jetzt zum Bild, ne? Hübsch, mag ich. Ob ich mir das jetzt so hinhängen werde, keine Ahnung. Hä? Aber gut, läuft. So, weiter geht's. Dann habe ich hier noch drin Nefsu, No Excuse for Single Use. Da hast du einen Code mit dabei. Hast du schon unser Nefsu Naturschwammtuch in deiner Box entdeckt? Mit unserem Tuch hältst du nicht nur alles um dich herum schön sauber, sondern leistest auch noch einen positiven Beitrag für unsere Umwelt und so weiter und so fort. Achso, da steht einfach Information. Als Willkommensgeschenk erhältst du 20% Rabatt auf deine erste Bestellung. Okay, und das ist ein persönlicher Gutscheincode, ne? Dann werde ich den jetzt mal nicht in die Kamera halten. Supi. Und dann haben wir noch eine Karte mit dabei. Ein Glück, dass es dich gibt, finde ich schön. Mag ich gerne leiden, werde ich verwenden. Und noch mehr. Einen noch. Reduce, Reuse, Recycle. Green Bomb. Viel Freude mit deinen neuen Begleitern. Falls du Fragen hast oder es Probleme gibt, melde dich gerne, bla bla. Dann gibt es auch noch den Code GREENTEAM10, gültig bis 31.12.2021 für 10%, falls man dort was bestellen möchte. Das ist ganz nett. Ja, das war jetzt erstmal die Box. Sehr bunt, sehr cool, sehr viele verschiedene Themengebiete sind damit bei, ne? Also in welcher Box hast du sonst mal sowohl ein T-Shirt als auch Haushaltsprodukte als auch Beauty mit dabei und das Ganze irgendwo auf einer nachhaltige Art und Weise, finde ich sehr spektakulär und aufregend. Also ich glaube, dass es cool wäre, wenn ich diese Kooperation weiterführen würde, oder? Schreibt mir gerne, wie ihr die Box so findet, welche Erfahrungen ihr vielleicht mit der Trend Raider Box gemacht habt, unten in die Kommentare rein. Ich werde mal nachfragen, wie gesagt, ob ich irgendwie einen Gutschein oder sowas für euch auch mit an die Hand bekomme. Und ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!